Seit 65 Jahren gibt es die Baugenossenschaft LUWOG Nordmark nun schon. Und dieses Jubiläum, das ist auf jeden Fall eine große Feier wert. Geladen waren auch die Mitglieder und tierisch gefeiert wurde natürlich im Tierpark Hagenbeck. 2500 Gäste. Mit diesem Ansturm hatten selbst die Pinguine nicht gerechnet. Sie alle sind zur 65. Geburtstagsfeier der Baugenossenschaft LUWOG Nordmark EG gekommen. Und dem es draußen zu warm war, der konnte sich den Kuchen in der alten Dressurhalle schmecken lassen. Wir sind sehr positiv überrascht, dass die Nachfrage so groß ist. Wir machen ja häufiger mal Veranstaltungen. Wir sind mal mit der Mississippi Queen rumgefahren. Wir machen vor Ort Veranstaltungen mit den Mitgliedern, wenn wir Neubauten haben, wenn wir Modernisierungen haben. Wir gehen ins Weihnachtsmärchen, da kommen auch 1000 Leute. Aber dass hier zu Hagenbeck 2500 kommen, das haben wir unseren kühnsten Hoffnungen nicht gedacht. Aber wir freuen uns umso mehr, dass so viele gekommen sind. Dabei hatte die Baugenossenschaft bereits am 9. Februar Geburtstag. Feiern wollte man im Winter jedoch nicht. Und so entstand die Idee eines Familienfestes im Tierpark Hagenbeck. Damit aber nicht genug. Denn auch in Sachen Wohnungsbau will die Baugenossenschaft etwas für ihre Mitglieder tun. Wir haben unheimlich viele Möglichkeiten, Optionen. Gerade ein Grundstück gekauft in Eibeck, in der Ritterstraße, entstehen Familienwohnungen, Stadtreihenhäuser, wenn man so sagen darf. Und in Dulsberg wird ein Gebäude ersetzt, auch mit Familienwohnungen, aber auch zu einem großen Anteil mit Seniorenwohnungen. Und dann sind wir an verschiedenen Stellen der Hansestadt noch mit Grundstücksentwicklung beschäftigt. Eine sichere Zusage in Uhlenhorst, in Finkenau, steht unmittelbar bevor, aber auch in Langhorn entstehen Reihenhäuser. Also Sie merken, wir haben eine Vielzahl von Bauvorhaben in der Entwicklung. Rund 4500 Wohnungen hat die LUWOG Nordmark EG in Hamburg. Die Hälfte von ihnen wurde bereits energetisch umfassend modernisiert, da Wärmedämmung auch bei der Baugenossenschaft ein großes Thema ist. Wir machen jedes Jahr 150, teilweise 200 Wohnungen, die wir uns vornehmen, die wir dann umfassend modernisieren, Wärmedämmung reinbringen. Soweit die noch elektrische Durchlauferhitze haben, stellen wir das um. Frischwasserstationen, all diese Sachen, Solaranlagen, wo es geht, stellen wir sie auf die Dächer. Wir versuchen da wirklich CO2 einzusparen, Energie einzusparen. Und letzten Endes für unsere Mitglieder bedeutet das auch niedrigere Heizkosten. Denn wir glauben nicht, dass die Energiepreise so niedrig bleiben, wie sie im Moment sind. Die Mitglieder scheinen sich gut betreut zu fühlen. Auch die regelmäßigen Ausflüge finden Zuspruch und gefallen nicht nur den Familien. Wahnsinnig toll. Wir haben uns richtig gefreut, als diese Einladung kam. Und nun sind wir auch noch überrascht, dass das jetzt also am Nachmittag auch noch eine Erfrischung gibt. Da haben wir überhaupt nicht mit gerechnet, weil ja nun ganz klar da stand von 10 Uhr bis 11.30 Uhr. Und deshalb sind wir jetzt natürlich besonders happy, dass wir noch mal so ein schönes Stückchen Kuchen bekommen und einen Tee oder einen Kaffee. Das Wetter spielt zum Glück auch mit. Und wir haben schon eine Menge gesehen, haben es aus dem Prospekt entnommen und sind immer von einer Uhrzeit zur anderen eben zur nächsten Fütterung gelaufen. Das war ganz toll. Gerade so mit Kindern und so, ja. Ein richtig schöner Tag heute gewesen, ja. Das finde ich eine ganz super Aktion. Ja, nee, also wir sind ganz begeistert. Auch sehr nett gemacht hier, so vom ganzen Ambiente her. Sehr nett. Unsere kleinen Kinder gucken sich die Tiere an und wir sind jetzt gerade nach leckeren Kaffee und Kuchen auf dem Weg zu dem Hai. Gemeinschaftliche Erlebnisse sind der LUWOG Nordmark EG wichtig. Und deshalb finden regelmäßig auch für Senioren Veranstaltungen statt. Die Geburtstagsfeier endete mit der Dschungelnacht, einer Mischung aus Kunst, Musik und natürlich vielen wilden Tieren.